finde ich eigentlich geeignete Literatur, wenn ich gerade nicht in die Bibliothek kann? Also, wie finde ich geeignete Literatur online? In dem letzten Video zu, wie man Literatur findet, habe ich ja schon gesagt, dass Standardsuchmaschinen nicht der ideale Weg sind. Es gibt aber insgesamt drei Wege, mit denen man sehr gut Literatur online finden kann. Die erste Möglichkeit sind Online-Zeitschriften, Online-Journals, Magazine. Der zweite Weg sind sogenannte Repositorien, Repositories. Und der dritte Weg sind Suchmaschinen besonderer Art. Aber dazu gleich mehr. Also der erste Weg, Zeitschriften, Journals. Da gibt es gerade jetzt für meinen Bereich, die Medienpädagogik, gibt es eine Vielzahl von Journals. Aber leider nicht alle sind Open Access, also frei verfügbar. Ich kann Ihnen dennoch einige nennen. Nämlich als erstes kann ich Ihnen die Ludwigsburger Beiträge zur Medienpädagogik nennen. Das ist eine Zeitschrift, eine Online-Zeitschrift, die von uns in Ludwigsburg herausgegeben wird und etwa jedes Jahr eine Ausgabe erscheint. Dann haben die Kolleginnen und Kollegen von der Uni Wien in Österreich eine weitere Zeitschrift, das nennt sich die Medienimpulse. Dort finden Sie entsprechend genauso Online-Beiträge, die frei verfügbar sind. Und die Schweizer haben natürlich auch eine Zeitschrift von der PH Zürich. Die Kolleginnen und Kollegen nennen sie dort medienped.com. Medienpädagogik heißt die Zeitschrift. Und auch dort finden Sie entsprechend direkt PDFs, die Sie herunterladen und lesen können, ohne weitere Zugriffsbeschränkungen. Und die zweite Möglichkeit sind Repositorien, Repositories. Auch davon gibt es eine Vielzahl, in denen PDFs entsprechend gut sortiert, wie in der Bibliothek, mehr oder weniger nur auf Sie warten, dass Sie sie finden. Und da ist so der beste Einstieg, finde ich, für pädagogische Studiengänge FIS Bildung, Fachportal Pädagogik vom DIPF in Frankfurt. Und da finden Sie entsprechend ein ganz besonderes Angebot, das nennt sich PEDOCS, pädagogische Dokumente, PEDOCS. Und dort finden Sie nämlich nicht nur, bei FIS Bildung ist es so, dass alle Beiträge, die im weitesten Bereich der Pädagogik, der Bildungswissenschaften geschrieben wurden, entsprechend dort verzeichnet werden. Nicht alle sind aber frei verfügbar. Also bei manchen ist es so, da werden Sie entsprechend aufmerksam auf den Text, aber müssten sich erst das Buch irgendwie besorgen in einer Bibliothek. Und PEDOCS ist insofern die Besonderheit, dass alle Dokumente, die Sie dort finden, tatsächlich gleich mit einem PDF verlinkt sind, dass Sie direkt lesen und entsprechend bearbeiten könnten. Und dann gibt es noch die Forschungswerkstatt Medienpädagogik. Das ist ein Projekt, das ich vor einiger Zeit initiierte. Und da gibt es entsprechend auch nicht nur die Printbände, insgesamt 3 an der Zahl, sondern auch ein Repository, das Sie finden unter forschungswerkstatt-medienpädagogik.de oder einfach googeln Forschungswerkstatt Medienpädagogik. Und dann finden Sie entsprechend auch eine Seite, eine Webseite, auf der Sie alle diese PDFs herunterladen können, die im Rahmen der Forschungswerkstatt Medienpädagogik publiziert wurden. Wenn Ihnen das jetzt zu schnell ging mit dem Mitschreiben, ich stelle Ihnen die entsprechenden Links, die Sie brauchen für die Zeitschriften und auch für die Repositories, stelle ich Ihnen in die Videobeschreibung. Das heißt also, da können Sie dann die Links einfach sich rausziehen oder Sie googeln entsprechend. Und jetzt zum dritten Punkt, damit auch perfekte Überleitung, nämlich nicht nur Standardsuchmaschinen nutzen, sondern eine spezielle Form von Suchmaschinen nutzen. Da fällt mir so als erstes fällt mir eben nicht Google ein, sondern Google Scholar. Und das ist eine Suchmaschine, die sich speziell an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler richtet. Probieren Sie es einfach mal aus. Sie werden feststellen, Sie finden dort viel mehr, gerade was Sie fürs Studium gebrauchen können, als Sie es üblicherweise bei der normalen Standardsuchmaschine kennen. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass Sie die Standard Google oder Bing, was auch immer Sie benutzen,
Suche dann entsprechend noch anpassen können. Das machen viel zu wenige. Meisten verwenden einfach nur das Suchfenster. Aber schauen Sie gerade mal unter dem Punkt erweiterte Suche. Da gibt es einige Möglichkeiten mehr, mit denen man die Suche so einstellen kann, dass Sie möglichst zielgerichtet auch Informationen für Ihr Studium finden können. Und nicht nur, weil das Problem ist nämlich weniger, dass die Suchmaschine das nicht findet, was für Ihre Literaturrecherche wichtig ist, sondern dass es irgendwo auf Seite 300 irgendwas steht, weil nämlich Standardsuchmaschinen nicht nur von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verwendet werden, sondern von allen. Und die Relevanz, also sozusagen die Position, an der das Suchergebnis steht, das natürlich sich danach richtet, was viele interessant fanden. Und wenn eben nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Suchmaschine nutzen, sondern alle, dann kann sein, dass man zu einem Begriff wie zum Beispiel Medienkompetenz da eher Verweise findet, die nicht so wesentlich gerade für die wissenschaftliche Weiterbearbeitung sind. Also insofern probieren Sie mal Google Scholar aus zum Beispiel oder auch andere Suchmaschinen, die speziell für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, für Studierende existieren. Dann gibt es natürlich noch eine besondere Form von Suchmaschinen, die sogenannte Meta-Suchmaschine. Mir fällt da immer als erstes MetaGer ein. Das ist Suchmaschine vom Rechenzentrum der Uni Hannover. Und diese sogenannten Meta-Suchmaschinen machen Folgendes. Die haben nicht eigene Suchkataloge, wie zum Beispiel Google, und eigene Bots, die entsprechend dann die Webseiten suchen, sondern Meta-Suchmaschinen nutzen die Kataloge und die Bots der anderen Suchmaschinen und fügen diese Ergebnisse zusammen, finden in dem Moment auch nicht mehr als andere Suchmaschinen, aber sie nehmen ihnen die Arbeit ab, diese zu vergleichen und zusammenzubringen. Das heißt, je ausgefallener das Thema ist, nach dem sie suchen, desto besser werden sie bei Meta-Suchmaschinen fündig, weil sie nämlich dann entsprechend die Suchergebnisse von unterschiedlichen Suchmaschinen oder auch Suchkatalogen erhalten, die bereits dann schon aussortiert wurden nach Dubletten, die sie sonst händisch aussortieren mussten. Und auch dort gilt, wie bei den Standardsuchmaschinen auch, wenn Sie dort unter erweiterte Suche gehen, können Sie ganze Kataloge auswählen oder auch nicht auswählen und damit das Suchergebnis nochmal beeinflussen, damit Sie dann tatsächlich nicht nur ellenlange Suchergebnisse bekommen, sondern ganz gezielt das, was Sie tatsächlich suchen. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, die ich im weitesten Sinne auch zu den Suchmaschinen zählen würde, nämlich Portale, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler nutzen, um sich zu vernetzen. Zum Beispiel ResearchGate oder Academia sind solche Portale. Da muss man sich tatsächlich anmelden. Insofern ist es vielleicht eher für diejenigen interessant, die noch nach ihrer Masterarbeit noch weitermachen wollen. Und wenn sie aber dort entsprechend angemeldet sind, dann haben sie die Möglichkeit, dass sie Paper, Veröffentlichungen, Ähnliches, die wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter uns tauschen, dann auch dort relativ einfach herunterladen können. Das sind insgesamt drei Möglichkeiten, die es Ihnen ermöglichen, online nach Literatur zu recherchieren. Nach Literatur zu recherchieren, auch wenn Bibliotheken, OPACs gerade nicht erreichbar sind für Sie und Ihnen die Möglichkeit geben, an wirklich hochwertige Literatur zu kommen. Also die Online-Zeitschriften, die Repositories und die speziellen Suchmaschinen. Viel Erfolg bei der Suche!